Sahalamba Prapadasana ist die Zehenspitzenstellung, die gestützt ist. Sahalamba heißt Stütze. Ausgangsposition ist die Zehenspitzenstellung. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel die Fußsohlen zusammengeben und die Zehen nach außen. Das ist die gespreizte Zehenspitzenstellung. Und hier gibst du jetzt die Fingerspitzen auf den Boden und du schaust dabei nach unten. Diese Stellung kultiviert die Flexibilität in Hüften und Fußgelenken. Und indem du stützt, kannst du sie länger halten, um irgendwann die Niralamba Prapadasana üben zu können, wo du die Hände dann über den Scheitel zusammengibst.